Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute ein Video drehen zu meiner Schminkbox Nummer 4. Ich habe euch ja vor ein paar Monaten gezeigt, wie ich meine Schminkschubladen neu organisiert habe. Ich habe in jeder Schminkbox aus fast jeder Kategorie mehrere Produkte, wo ich mich so durchteste. Also ich habe nicht immer nur eine Foundation ein paar Wochen lang, sondern vielleicht mal zwei. Ich habe nicht nur eine Lidschattenpalette alle 4 Wochen mal, sondern ich habe einfach freien Zugang zu einer ganzen Schublade voller Schminke und da teste ich mich dann so ein paar Wochen durch, bis ich Lust habe auf die nächste Schublade und ja. Die 4. war jetzt dran. Ich zeige euch zuerst wieder die Produkte, die es aktuell auch noch nachzukaufen gibt, falls ich euch jetzt mit irgendwas anfixe, euch irgendwas interessiert. Dann findet ihr in der Infobox die genaue Produktbezeichnung und eventuell auch den Link direkt dahin. Und im zweiten Teil des Videos lasse ich euch nochmal in diese Schminkbox oder diese Schminkschublade einen Blick reinwerfen und zeige euch auch noch Produkte aus alten Limited Editions zum Beispiel. Ich bin heute auch mit dieser Schminkschublade geschminkt. Und ja, starte mal mit dem Concealer heute, den ich trage und nicht so gerne mag. Also das ist so ein kleiner Flop-Concealer, den ich mir nicht nachkaufen würde, den ich euch auch nicht weiterempfehlen würde. Und zwar ist das von Manhattan der Wake-Up-Concealer. Den gibt es schon relativ lange. Ich hatte ihn mal in so einem Testpäckchen von Manhattan drin und ja, in der Farbe 002 Classic Beige. Ist im Standardsortiment vorhanden schon seit vielen Jahren, glaube ich, ist so der Standard-Concealer von Manhattan. Ich finde ihn aber nicht besonders gut. Also die Farbe ist zwar schön, er lässt sich ganz klassisch über einen Schwammapplikator auftragen, aber ich finde die Deckkraft zu schwach. Also ich habe heute 2 Schichten drauf, damit es mir so einigermaßen reicht. Aber ich finde einfach, es gibt vor allem mittlerweile viel, viel bessere Concealer. Zum Beispiel von Catrice, die dann, glaube ich, auch noch einen Ticken günstiger sind als der hier. Ja, ich glaube, von daher werde ich den noch aufbrauchen. Er ist nicht super schlecht, aber ich würde ihn euch auf gar keinen Fall weiterempfehlen. Aufgetragen habe ich den Concealer und auch die Foundation mit dem Luvia-Schwamm in Blau. Es gibt ja von Luvia mittlerweile mehrere verschiedene Schwämmchen in verschiedenen Formen, in verschiedenen Farben. Und ja, diese blaue Variante finde ich sehr empfehlenswert, genau wie die schwarze. Finde ich, glaube ich, mit am besten. Ich habe auch noch die gelbe und die von Maxim getestet. Die sind auch absolut in Ordnung, aber die blaue mag ich schon ziemlich gerne, auch wegen der Form. Ich mag diese Tropfenform einfach gerne, weil mit der Spitze kommt man gut so in den Bereich zwischen Nase und Auge und mit dem größeren Teil kann man den eben großflächiger arbeiten. Die sind wirklich super schön weich und ich reinige sie immer in der Waschmaschine. Ich packe sie in so ein kleines Mini-Wäschenetz rein und dann sind die zwar von der Farbe her manchmal so ein bisschen schwächer, aber sie sind auf jeden Fall sauber. Das ist eine super einfache Methode. Man kann natürlich auch mit Seife reinigen, mit Pinselseife reinigen oder mit Flüssigseife, mit Kernseife. Ich habe schon viele Sachen ausprobiert, aber die Waschmaschine ist halt super praktisch und geht schnell, wenn man es einfach mit den Handtüchern zum Beispiel waschen kann. Also der Luvia-Schwamm ist eine große Empfehlung. Dazu blende ich euch jetzt nochmal meinen 20% Rabattcode auf alle Luvia-Produkte ein, den ihr sehr gerne benutzen könnt. Ihr wisst, ich zeige euch öfter Luvia-Produkte. Ich mag die sehr, sehr gerne, kann sehr viele wirklich weiterempfehlen. Und ja, hier könnt ihr ein bisschen sparen. Dann als Puder von Max Factor das Pastel Compact Powder in der Farbe 1. Ich habe hier noch die alte Version, die sieht im Moment, die sieht mittlerweile ein bisschen optisch geupdatet aus. Also die Verpackung ist jetzt in so einem Gold gehalten. Und ja, ich habe es wirklich schon sehr, sehr gut aufgebraucht, wie ihr seht. Das ist ein super schönes, weiches, seidiges Puder, was ich einfach verwende, um den Concealer zu setten, aber auch fürs ganze Gesicht. Macht die Haut wirklich sehr schön weich, geschmeidig, bereit für Bronzer, Blush, Highlighter und ja, finde ich wirklich gut, kann ich empfehlen. Als Bronzer und Contour, also so beides gemixt, habe ich verwendet von Catrice aus der Clean ID Serie den Mineral Bronzer in der Farbe 010 Light Medium. Die Clean ID Serie kommt mit einer hohen Prozentzahl an natürlichen Inhaltsstoffen aus. Bei dem Bronzer sind es 84% und zudem ist der vegan, ist ohne Plastik, also die Verpackung ist mit, also das ist eine Pappverpackung und der Verschluss ist so ein kleines Gummiband hier. Finde ich sehr cool, auch sehr hübsch.
Und ja, das ist der Bronzer. Weil er matt ist, kann ich ihn auch ganz gut so zum Konturieren verwenden, also an den klassischen Konturierstellen. Er ist vom Unterton her ein bisschen warm, also dementsprechend auch ein aufwärmender Bronzer, aber eben nicht zu orangestichig, nicht zu warm und vor allem nicht schimmernd, sodass ich ihn eben, wie gesagt, sehr gut an den typischen Konturstellen auftragen kann. Er lässt sich super schön auftragen, verblenden, ist ganz, ganz soft von der Textur und ja, ich mag den sehr gerne. Highlighter habe ich verwendet heute von Catrice den More Than Glow Highlighter in der 030. Das ist ja der neueste Highlighter im Catrice Standardsortiment. Finde ich sehr schön. Bei mir kam der leider zerbrochen an, aber ich habe ihn neu gepresst. Funktioniert genauso gut. Sieht halt nur nicht mehr so schön aus. Deswegen zeige ich euch nochmal den in der Farbe 020 in der heilen Version. Also der Bronzer hat außen aufgedruckt so eine Blume oder so eine Blüte und eingeprägt eben auch. Ja, die sind einfach gut. Also ihr seht es hoffentlich. Es ist ein sehr schöner Glow. Schon intensiv, jetzt nicht mega, mega, mega stark, aber auf jeden Fall schon deutlich sichtbar. Super schön, ohne starke, zu grobe Glitzerschimmerpartikel, sondern einfach sehr schön leuchtend. Lässt sich auch super einfach auftragen und ja, ist auch definitiv eine Empfehlung. Was ich auch noch als Highlighter verwendet habe, ist diese Palette hier von NYX. Die Stroke of Genius Palette, die war mal sehr gehypt vor ein paar Jahren, dann habe ich sie mir auch mal gekauft. Mittlerweile finde ich, gibt es bessere Highlighter, aber trotzdem finde ich die Palette sehr schön. Ihr habt hier 7 verschiedene Farben, auch teilweise so in die Bronzer-Richtung. Ich mag vor allem den Ton hier ganz gerne und diesen Ton, also die beiden hellsten. Die sind von der Intensität auf jeden Fall geringer als der von Catrice, den ich jetzt trage. Aber trotzdem sind es schöne Highlighter, auch mit nicht zu grobem Schimmer drin. Ja, kann man sich anschauen, finde ich in Ordnung. Aber wie gesagt, es gibt einfach mittlerweile Highlighter, die einfach so ein bisschen mehr Wurms einfach haben. Achso, den Primer hatte ich euch ganz vergessen zu zeigen. Das war von Benefit der Professional Primer, ganz bekannter Primer, den gibt es auch schon seit vielen Jahren. Ich habe den immer in so Mini-Größen, mal zum Beispiel bei einer Douglas-Bestellung mit dabei gehabt oder in der Glossybox mal drin. Der Primer ist ein silikoniger Primer, der sich in die Poren legen soll und eben die Haut so ein bisschen verfeinern soll, also die Poren verfeinern soll. Was auch tatsächlich ganz gut klappt, also ich habe den mal bei meiner Schwester ausprobiert, die so ein bisschen grobporigere Haut hat als ich. Und da hat man wirklich das Ergebnis gesehen, also eine wirkliche Veränderung. Also das klappt. Falls ihr Probleme mit vergrößerten Poren habt, könnt ihr den sicher ganz gut mal austesten. Bei mir ist es zum Glück jetzt nicht der Fall. Ich habe nur, wenn ich richtig nah an den Spiegel gehe, also sieht man wirkliche Poren. Von Weitem ist es noch ganz, ganz ebenmäßig. Deswegen würde ich mir das Produkt jetzt nicht in der Originalgröße kaufen, weil ich es eben nicht bräuchte. Ich persönlich mag einfach lieber Primer, die meiner Haut so ein bisschen Feuchtigkeit spenden, weil ich habe gerade jetzt zu dieser Jahreszeit doch immer mal wieder trockene Stellen hier so um meine Nase herum. Und deswegen bräuchte ich eher einen Primer in die glänzendere Richtung als in die porenverfeinerndere Richtung. Aber er funktioniert. Dann habe ich noch 2 Mascaras in dieser Schminkbox gehabt. Und zwar einmal von Max Factor die Velvet Volume False Lash Effect Mascara. Und die trage ich heute, The Colossal Go Extreme Volume Express Mascara von Maybelline. Die hier macht ein bisschen mehr, ein bisschen ein intensiveres Ergebnis. Verlängert die Wimpern schön, macht sie sehr schön schwarz und ja, betont die Wimpern sehr. Diese hier ist so ein bisschen feiner, so ein bisschen auffächernder, ein bisschen weniger wimpernverklebend. Also die hier klebt schon so einzelne Wimpern zusammen, was ich nicht schlimm finde, weil das absolut noch im Rahmen ist. Bei der hier ist es einfach noch ein bisschen feiner und natürlicher. Trotzdem macht die ein ganz schönes Ergebnis. Also ich kann euch beide empfehlen, die hier für ein bisschen mehr Intensität und die hier für ein bisschen mehr Natürlichkeit. Dann natürlich die Lidschattenpalette. Das ist diese hier von Essence aus der Online Exclusive
Reihe, also die gibt es nur online, nicht in der Drogerie. Das ist die Spiritual Gangster Palette. Es gibt mehrere in dieser Reihe. Ich glaube, das ist die einzige, die es noch gibt. Oder vielleicht gibt es noch eine zweite. Das ist so eine Palette zum Aufklappen, die dann auf beiden Seiten Farben hat, also ohne Spiegel. Ich finde die von den Farben her eigentlich sehr ansprechend. Das Augen-Make-up, was ich trage, finde ich auch qualitativ, so von der Intensität her, absolut in Ordnung. Aber es ist jetzt auch keine super spannende Palette. Sie ist relativ soft, würde ich sagen. Hier oben sind ausschließlich matte Töne. Die hier drei sind auch matt, der Rest ist fein schimmernd, also es sind nur zwei verschiedene Finishes drin. Von den Farben her sind natürlich auch viele ähnliche Töne mit dabei. Das Blau und das Gelb sticht so ein bisschen heraus. Also ich finde die Palette schön, also ich mag auch das Augen-Make-up, das sind natürlich wieder total meine Farben, die ich gerne trage. Also die Palette ist wirklich solide. Wenn ihr die Farben schön findet, kann man sich die auf jeden Fall angucken. Aber ich finde, es gibt auch gerade von Essence mittlerweile spannendere Paletten, wo einfach mehrere Finishes drin sind, wo einfach noch ein bisschen mehr Farbabwechslung drin ist. Deswegen ist das jetzt keine Palette, wo ich sage, mega, hat mich mega überzeugt, aber sie ist trotzdem schön und deswegen darf sie auch bei mir bleiben. Ich habe ja in meinem letzten und tschüss Video gleich zwei dieser Paletten aussortiert, die mich nicht so ansprechen, aber die hier finde ich doch gut genug, dass sie bei mir bleiben darf. Die letzten Produkte aus dieser ersten Box jetzt hier kommen nochmal von Urban Decay. Das sind die sogenannten Lo-Fi Lip Mousses. Gibt es in mehreren Farben. Ich habe hier einmal so ein dunklen, bräunlichen Nude-Ton, den trage ich auch heute. Also ich finde, er ist noch ein bisschen unterschiedlich zur Verpackung. Da hätte ich ihn mir ein bisschen heller, ein bisschen nudiger, gräulicher vorgestellt. Er ist aber so ein bisschen bräunlicher einfach auf den Lippen in echt. Und hier haben wir so einen Rotton. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Also der Rotton heißt Amplify und dieser, den ich trage, heißt Fade. Der kommt in so einer runden Dose, ganz lustig, wenn ihr den Deckel aufklappt, habt ihr hier einen Spiegel und es fährt sich der kleine Applikator raus und der verschwindet halt wieder in der Dose, wenn ihr sie zuklappt. Ja, und dann habt ihr eben dieses Mousse, ihr könnt es eben mit diesem Applikator auftragen oder auch mit den Fingern einfach. Es ist eben ein, ja, also nicht so eine richtige Mousse, wie man sie sich vorstellt, wenn man so an eine Make-up-Mousse denkt. Es ist schon eher fest. Es ist eine feste Creme, auch mit mattem Finish, was natürlich so trockene Lippen oder Lippenfältchen sehr stark zum Vorschein bringt. Muss man mögen. Man kann natürlich auch noch einen Gloss drüber machen, aber die hier an sich haben auf jeden Fall ein ganz starkes mattes Finish. Von der Haltbarkeit her sind die ganz gut. So ein richtiges Essen, wenn eben Fett an die Lippen kommt, überstehen die jetzt nicht, aber ja. Ich würde sie mir für den Preis jetzt nicht unbedingt kaufen. Es gibt auch gute, günstigere Produkte, aber wenn man so auf diese Textur steht, auf diesen Auftrag gerne mag, kann man sich die auf jeden Fall mal angucken. Schlecht sind sie auf gar keinen Fall. Okay, das war dann der erste Teil vom Video. Da nehme ich euch jetzt nochmal mit runter in mein Schminkzimmer bzw. Schlafzimmer, in meine Schminkecke und zeige euch nochmal, was ich sonst noch benutzt habe. So, 1, 2, 3, 4. Das ist die Schublade mit dem Lama und den Make-up-Flecken. Ich muss das unbedingt mal wieder sauber machen. Ja, so sieht diese Schublade von innen aus. Was habe ich noch so benutzt? Von Catrice das Prime & Fine Dewy Glow Fixing Spray. Ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mal mehr online. Ihr wisst, ich liebe das. Ich mag es super gerne. Als Foundation habe ich verwendet von Trended Up das Oil-Free Make-up. Das wurde vor kurzem aussortiert aus dem Sortiment. Ich finde das ganz schön. Ich habe mir das im Sale gekauft. Dann, das habe ich nicht benutzt von Rival de Loop, das Invisible Powder. Das mag ich aber auch ganz gerne. Hier haben wir ein Blush von Bella Pierre Cosmetics. Die Farbe Desert Rose.
Hatte ich mal in einer Glossybox, glaube ich, drin. Ist eine sehr schöne Farbe. Ja, ihr könnt es erahnen, ne? Dann von Catrice aus der Sunglow LE, glaube ich, war das. Diese wunderschöne Verpackung hier. Das Contouring Bronzing Powder ist auch sehr schön. Ist ein bisschen heller, ein bisschen zarter als das, was ich euch eben gezeigt habe. Dann habe ich von Essence aus dieser Tensation LE von diesem Jahr auch das Heat of the Sand Bronzing Powder, was ein bisschen Leuchtanteil noch mit drin hat, was ich auch ganz schön finde. Hier habe ich noch Highlighter, einmal von P2 aus einer ganz alten LE. Oh, das hätte ich euch noch zeigen können. Das Aura Glow Powder, genau, das ist ja noch aktuell, das gibt es noch. Das ist super schön, die Verpackung alleine auch. Ist so, oh, ist so schön. Das ist ein ganz toller Highlighter, der nicht mega leuchtend ist, sondern eher ein bisschen subtiler, aber trotzdem wunderschön ist auf der Haut. Hier habe ich noch eins aus einer Kiko LE. Ich glaube, die nannte sich Spring 2.0. Das ist auch so ein ganz helles, so ein heller Highlighter mit Fliederanteil. Als zusätzlichen Bronzer habe ich hier auch noch von So Soothing diesen Sun Lounger. Den hatte ich auch mal in der Glossybox drin. Finde ich ganz in Ordnung. Ist halt so ein Mini-Produkt. Von Kiko habe ich hier noch ein paar Blushes gehabt. So leuchtende Blushes, auch aus Limited Editions. Ihr wisst, Kiko Limited Editions kann ich euch immer empfehlen. Super schön. An Mono-Lidschatten bzw. Duo-Lidschatten habe ich benutzt von Catrice. Dieses hier aus der Celtica LE, glaube ich. Genau, Celtica LE, so ein schöner lila Ton. Das hier von Freedom Cosmetics ist so ein Duochrome, also dieses typische Grün-Braun. Was habe ich noch verwendet? Von Manhattan, dieses Duo hier. Also die gibt es alle mittlerweile nicht mehr. Das ist auch ein schöner Ton von LCN. Ich habe keine Ahnung, wo es diese Marke gibt. War auch mal in der Box drin. Von P2 Intense Artist Pressed Pigments, so ein Creme-Lidschatten, auch sehr schön, aber es gibt es halt alles nicht mehr, deswegen gehe ich da jetzt nicht so sehr drauf ein. Hier ist noch eine Highlighter-Palette aus der ersten Disney Princess LE von Essence, die Rapunzel-Palette, die ist auch super hübsch, mag ich sehr. Hier ist noch eine aus einer Rival de Lubiang LE. Was habe ich noch? Das hatte ich euch in meinem letzten First Impression Focalure Video gezeigt. Das ist so ein Bronzer-Highlighter-Duo, was mir auch ganz gut gefallen hat. Ein sehr, sehr schöner, kühler, aschiger Ton. Und an Lidschattenpaletten habe ich noch verwendet, auch aus dieser Essence-Reihe, die Spice Up Your Life-Palette. Die gibt es aber leider nicht mehr. Die hat so ganz herbstliche Töne hier oben, hier unten so ein bisschen kühlere Töne. Und dann habe ich noch verwendet die Rival de Lubiang Chocolate Lovers Palette, die, ja, glaube ich, ein Dupe ist zur Urban Decay Naked 2 Palette oder so. Ganz, ganz softe Farben, jetzt nichts Besonderes, die habe ich einfach nur wegen der Verpackung behalten, weil ich die irgendwie so schön finde. Ist eine gute Palette, also Rival de Lubiang oder jetzt Rival Loves Me hat sehr, sehr günstige Paletten und die sind für die Qualität, also so preis-leistungstechnisch, total in Ordnung. Die anderen Sachen, die hier jetzt noch stehen, die habe ich jetzt nicht verwendet in den letzten Wochen, weil ich einfach Lust hatte auf eine neue Schublade und ja, die zeige ich euch dann in ein paar Wochen. Ja, und das war's dann zu diesem Video. Ich sage vielen, vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.